Ein frohes Neues und natürlich, hier was geht, ihr schaut Macklins Blog und willkommen zu einer weiteren Review. Heute geht es um die Platte Ohne Grund der Band Pepone. Viel Spaß! Dann muss es ohne weitergehen. Bei allen nur im Trüben verschieden. Braucht keiner einen Grund. Und achtet nicht auf Kleinigkeiten, die uns weiter in die Scheiße reiten. Ohne Grund kommt mit 10 Songs daher, geht 38 Minuten. Und Pepone liefern grundlegend eine Musik ab, die man als leicht verschrobenen, leicht schrägen, düsteren Deutschpunk betiteln könnte, der dann an vielen Stellen auch an die Boxhamsters zum Beispiel erinnert. Gleichzeitig hat diese Band einen unglaublich krassen Neue Deutsche Welle-Touch oder Einschlag, der an unterschiedliche Bands aus den 80ern erinnert, was ziemlich cool ist. Und das kommt aus zwei Punkten. Auf der einen Seite hat die Band wohl überhaupt keinen Schlagzeuger, sondern nur einen Drumcomputer, was die ganze Produktion auch erklärt, dass das so in diese Richtung klingt. Gefällt mir aber wirklich, wirklich gut hier bei den Songs, vor allem bei den Arrangements. Und dazu kommt, dass der Sänger eine unglaublich schicke Klangfarbe hat, was die Stimme angeht, und eine tolle Metrik. Und das irgendwie in dieser Kombination erinnert doch sehr stark an so einen New Wave NDB-Einschlag, der aber wirklich, wirklich cool kommt und richtig Spaß macht. Dazu scheut man sich dann auch nicht mal, weibliche Backing-Vocals einzusetzen und ein bisschen Synthi. Das kommt dann irgendwie in der Produktion und in den Songs ganz cool. Ich habe so zwei Kritikpunkte, die vielleicht nicht richtige Kritikpunkte sind, die mich auch so ein bisschen stören. Auf der einen Seite 10 Songs, 38 Minuten, kann sich ja jeder ausrechnen, wie lang die sind. Mir ist es zu lang, aber das ist prinzipiell ja so. Jeder, der diesen Channel verfolgt, weiß, mein Punk-Song ist zwischen 2 und 2,30 lang, mein Lieblings-Punk-Song. Der andere Punkt ist, aber das ist so ein bisschen ein witziger Punkt, ey, bei manchen Stellen am Text, da denkst du einfach nur so, hat der nicht gerade so gereimt? Hat der sich nicht getraut, dass man das so macht? Das gibt dem Ganzen, glaube ich, das verstärkt dieses NDW-Feeling nochmal. Aber es gibt auch Songs, die das nicht so tun. Ich glaube, es ist bei 2, 3 Songs, wo es mir richtig stark aufgefallen ist. Die Songs sind gut, keine Frage. Aber da habe ich mir gedacht so, ey, war das nötig? Hätte das sein müssen? Wer allerdings früher so NDW-Zeug mochte und auch so düsteren Deutschpunk irgendwie in die Richtung Boxhamsters, hört unbedingt mal rein. Ich habe tatsächlich Spaß mit der Platte, wenn man erstmal über diese langen Songs mit den ab und an echt anstrengenden Reimen hinweggekommen ist. Wer irgendwie mit so Mucke nichts anfangen kann, wird die Band auch doof finden. Bis dahin, haut rein!